Ist aber nicht steinig und schwer, dieser Weg. Okay. Ja, da oben ist ein Reisepunkt auch. Pengolette hat mich gefunden. Hier ist aber... Oh, da ist auch nochmal so ein Eiktier. Schön. Schön. Gibt es hier direkt einen Reisepunkt? Nee, ne? Aber ja, man hätte hier ein bisschen was an Platz. Ist gut, ja. Ist hier oben einer? Das wäre noch perfekter. Oh, Level 10. Ich weiß gerade gar nicht, was meiner ist. Ich glaube Level 9, ne? Mein Aktier. Hier hinten, okay. Ja, gut. Ja, dann könnte theoretisch... Ach, das ist sogar der Turm, wo wir hin müssen. Ich habe leider gerade keine Bälle, sonst hätte ich gesagt, wir machen den hier noch. Ja, dann setzen wir unten... Dann erstmal kurz leveln. Ich würde auf jeden Fall noch einen Ausdauer nehmen. Wenn ich... gut, erstmal bräuchte ich ja... Ja. Bitte erhöhe die Lagerstufe deiner Gilde oder baue ein existierendes Lager wieder ab. Ich... Ja... Ja, ich merke es gerade. Was passiert denn mit meinen Pals? Die sind ja jetzt da oben eingelagert. Laufen die dann da rum? Oder wie ist das dann? Kannst du an allen werden hochklettern, aber einfach Stamina wird verbraucht? Ja, das habe ich mitbekommen. Das hätte ich gerne. Ein Lüffen. Ah, komm hier. Du bist schon ziemlich süß. Ich würde dich da gerne noch mitnehmen. Hallo? Bleiben im Lager. Ja gut, easy. Dann können wir das ja abreißen. Und dann hat die Intelligenz eines 5- bis 7-jährigen Kindes. Dann gehen wir das schnell mal abreißen und dann können wir ja hier rüber. Ja. Ja? Okay, jetzt, oder? Bin ich richtig? Ich bin verwirrt, aber ich glaube, ich bin richtig. Ja. Kommt seine Arbeit nicht nach. Ja, ja. Gut, kann ich das einfach abreißen? Mit meiner... Ne, brauche ich ja 500 Jahre für. Warte mal. Hallo, Momo. Der sagt mir nicht, ich muss das niederknüppeln. Wie? Guckst du? B und dann C? B und dann C. Ah! Ah! Ja. Oh,
Okay. Fang mich. Relaxo. Bist du ein kleines Relaxo? Wo ist denn... Hä? Jetzt, weil ich runtergesprungen bin, ne? So, jetzt müssen wir zu Frau Salzigkeit reisen. Auch was geht manuell abreißen. So, runter zu Sarah. SB, dann C. So, die Frage ist, in welche Richtung wollen wir denn... wollen wir mit dem Rücken zur Wand und dann so... Boah, ich glaube, das könnte echt groß werden, ne? So, wir bauen jetzt mal eine Palbox, würde ich sagen. Obwohl, kann ich die Palbox nicht auch in ein Gebäude bauen? Bestimmt, oder? Wenn ich erst anfangen würde... Mit einem Haus? Haus? Schwierig. Meinst du mit dem Haus und der Palbox? Ja, dann bauen wir die Palbox halt. So. So. So, jetzt müssten meine ganzen... Warte mal, Chickpea können wir mal hier reinpacken. Den würde ich mitnehmen für unterwegs. Den auch. Die würde ich... hier hinpacken. So. Ach, warte, wir brauchen eine Box, ne? Warte. Lass uns erstmal eine Holztruhe bauen. Können die ihren Stuff auch reinpacken. Gut, so. Huge. Muss sagen, das eine oder andere habe ich hart geackert für, bis mir das eigentlich aufgefallen ist. Ist doch normal, oder? Wir würden jetzt erstmal anfangen. Ich würde hier unsere Base dann. Ja, so. Hier. Ach, natürlich muss das Vieh jetzt da durchlaufen. Und sich da auch noch schlafen legen. Natürlich. denkt dran, die Ressourcen wachsen. Ja. Ich deswegen. Wollte ich ja vor dem Baum bauen und nicht in dem Baum. So, ich würde jetzt mal... So. Jetzt erstmal eine ziemlich große Hütte. Wir sollten vielleicht erstmal für die Viecher, die würde ich wieder nebenan packen. Hier so ein Bett. Pengu ist gerade ein bisschen im Weg. Jetzt weiß ich gar nicht, wo hier der Stein war. Ach, wird schon.
Okay. No. Voll süß. Ist er nicht voll zauberhaft? Steht nur leider voll im Weg. So. Ich würde jetzt hier einen hinmachen. Und. Huch! So, weiter. Der sieht ja süß aus. Wenn er baut. Ich dachte gerade, warum blubbert denn deine Fackel, aber ja. So. Problem ist, obwohl nee. Aber hier ein. Boah, ich versuche irgendwie symmetrisch zu bauen, ne? Warte mal. Warum? Es geht halt hier, aber hier nicht. What happened? Ach, jetzt geht's hier. Wild. Gut, so haben wir 6 Betten. Sollte ja passen. So, ist eigentlich mein Ding hier automatisch wieder auf Stufe 6. Ah ja, okay, perfekt. Gut. Jetzt müssen wir halt nur wieder alles hinbauen, was wir vorher hatten, ne? Also erstmal bauen wir unser Häuschen, glaube ich. Ihr habt kein Holz. Finde ich aber gut, dass Ressourcen nachwachsen. So. Schneller gibt es ja nicht so wirklich. Andere Fenster gibt es ja nicht so wirklich, ne? Hier könnte man halt noch so ein bisschen weiter bauen, aber eigentlich finde ich die Butze schon ziemlich groß. Überlappt. Vorhin hat es doch geklappt. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Vorhin hat das doch funktioniert. Warum geht das jetzt nicht mehr, ha? Frech. Ein Stein liegt da aber nicht, oder? Ich muss ja mal gucken. Vorhin ging es doch. Ach, Mann, jetzt habe ich gar keine schöne Treppe. Okay, was ist denn? Auch nicht. Wo liegt das, meinst du? Überlappt anderes Objekt? Ist da gar kein anderes Objekt?
Bei mir ging das halt oben. Also bei dem anderen Ding ging das, ne? Ups, Quatsch. Huch. Okay. Das ist so eine kleine Scheune gerade. So, warte mal, hier können wir ja eigentlich ein... Oder? Haben wir ein Fenster? Nee, wir brauchen da kein Fenster. Ja, wir schon rausgucken. So. Ach, warte mal, weißt du, was sein kann? Wenn ich... Nee, auch nicht. Okay. Dann hat sich die Theorie erledigt. So. Ich würde eigentlich später... ich würde hier gerne dann eine zweite Etage machen. Boah, gibt's keine Treppen? Finde ich ja hier ein bisschen schwierig. Ich baue keine Villa. Ich baue das, was für mich und Sarah notwendig ist. Hä? Sarah? Ich habe mich direkt mal verbaut. Baustein ist nochmal besser. Ich habe keinen Stein, ich habe gerade nur Holz. Ich baue nicht so viel, weil... Ja, ich baue ja nicht so viel. Ich baue doch nicht viel. Ich plane nur schon mal für eine zweite Etage. Mehr mache ich ja gar nicht. Schau. So, jetzt machen wir erstmal die wichtigen Sachen. Das heißt, wir brauchen eine Werkbank. Kann ich dir, ja, warte mal. So eine Werkbank, eine Reparaturbank wäre ganz schnicki. Die Option ist absolut scheiße, finde ich. Findest du? Oh, es geht eigentlich. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, finde ich, geht das. Warte mal, ich bin gerade hungrig. Ich habe vergessen für die Tiere draußen, glaube ich. Brauchen, glaube ich, einen Futtertrog. Für die Tieris. So, habe ich denn noch Essen? Nee, wir müssen... Warte mal. Ich brauche Holz. Verdammt. Reicht nicht. Wir brauchen einen Bärengarten. Achso, ja, Dach habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe gerade erstmal mit einem einfach nur Dings... oben gemacht gehabt. Ein flaches Dach. Ach, sehr toll. Ich mag den. Was bist denn du? Hallo erstmal. Was sind das? Direhole. Oh, die sind ja hübsch.
Oh, ich habe aber nur zwei Sphären dabei. Oder drei. Hübsch sind die. Wahrscheinlich greifen die mich aber im Grudel an. Na, okay. Hallo erstmal, Sarah. Ich glaube, ich habe da ein Problem. Ich habe Steam-Version. Ah, jei. Also ich meine, ich fange den auch direkt, ne? Wo ist denn mein Knüppel? Verdammt. Nein! Lauf, Sache, lauf! Oh mein Gott! Ich will nicht, dass meine ganzen Tiere jetzt draufgehen. Oh no, 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 no. Ich bin hier, ne? Nein, mein Huhn! Ich habe keine Dings. Schade. Okay, was macht meine Kativa hier? Hallo? Board ab. Alles klar. Oh mein Gott! Rettung läuft. Okay. Kann ich dir mal helfen, irgendwie? Rettung läuft. Das ist ja süß. Okay, sonst lebt aber alles, ja? Ist das meiner? Aber ich weiß gar nicht. Warte mal.